Hallo und herzlich willkommen zurück auf Jurassic World Revelations mit dem Soundtrack und dem Maggi. Hallo ihr beiden. Hi. Hallo. Ich will mal kurz noch erzählen, was ich im Off gemacht habe. Ich habe hier Prozessoren weiterfertigen lassen, habe hier ein bisschen die Vertus reingelegt, habe hier die Dia rausgenommen, dort drüben rein. Das wird einfach Prozessoren bekommen, war auch nur 1-2 Minuten. Und der Soundtrack, der wollte eigentlich rausgehen in der Nacht und hat festgestellt, ja, was du festgestellt hast, darfst du eigentlich, glaube ich, mal erzählen jetzt. Ja, ich wollte schnell das Foto für die vorletzte Folge nachholen, hier Weg bei Nacht, aber das kann ich nicht machen, ja, hier ist nämlich so ein Emperor-Skorpion genau vor unserer Tür und ich habe gerade festgestellt, ich habe gar keinen Bogen oder sowas, ich komme gar nicht an den ran, weil der hat nämlich in der Zwischenzeit so 25 kleine Skorpione hier gespawnt und wenn wir jetzt zum Zaun gehen, werden wir nur geschlagen von den Dingern. Sagte ich doch gerade. Ja, das ist sehr blöde. Ich weiß auch nicht, was wir da machen können. Wir bräuchten ja so einen Megabogen. Ja. Und jetzt hat die Tür geklingelt. Ich gehe mal schnell gucken, in der Zwischenzeit die Tür weiter spielt. Ja, ich guck mal, ob ich hier irgendwo noch einen Bogen finde. Der Maggi wollte uns ja von den neuen Bögen welche bauen. Aber da haben wir noch nicht genug Baumaterial für. Das heißt, wir müssten vielleicht vorübergehend, was können wir, Maggi, können wir irgendwie einen starke Fernkampfwaffe irgendwie improvisieren? Könnte gleich ein, können wir das kurz austauschen, könnte einen Bogen machen. Haben wir hier. Wenn du dem Ofen noch 2 Minuten Zeit gibst, nein, 10 Sekunden Zeit gibst dem Ofen, dann könnte ich eine machen. Ja, irgendwas, mit dem wir den Skorpion vielleicht klein schießen können oder so. Ja. Ich suche gerade, ob wir irgendwo noch was Schießtechnisches haben. Wir brauchen ja auch Pfeile und so. Ja, aber wir brauchen halt, dass das auch viel Schaden macht. Dieser Standardzeug, das bringt ja nicht viel. Das stimmt. Ja, wenn der Ofen gleich mal... Ich würde auch jetzt ungern rausgehen und es mit meinem Schwert machen, weil das ist zwar schon ziemlich stark, aber ich glaube, ich sterbe dabei 1000 Mal. Außerdem brauche ich Alumite, um mich zu, um mein Schwert zu heilen. Buggy, wie sieht's denn da ausrüstungstechnisch, oder Pfeilbogentechnisch? Du hast doch schon mal so ein bisschen gebaut. Ja, ich bin jetzt... der Ofen ist noch nicht so schnell, deswegen. Ach so. So, ich wollte Pistons bauen, was ich mir nie merken kann, weil diese blöden Pistons ist. Haben wir denn noch Alumit hier? Ich müsste nämlich mal meine. Die müssten wir irgendwo haben, ja, definitiv. Das war irgendwie pink, gell? Ja. Das ist, also pink. Ich weiß, dass es in der Dings noch was ist. In der was? In der Kiste von der, bei der Schmelze. Naja. Darf ich das kurz rausnehmen und alles craften? Bin da nicht drin. Oh, du bist jetzt hier. Kiste bei der Schmelze. So, was haben wir denn hier? 27 Stück. Ich nehme mal so 5 Stück raus. Das müsste eigentlich reichen. Und hier sind irgendwo Monster unterwegs. Die dürften aber eigentlich nicht in unser Gebiet hier reinkommen. Im Sandring? Ja. Ich hab hier was für dich. Brauchst du auch noch einen Pfeil? Brauchen echt Cobblestone. Ist das schon einer? Von den guten Bögen? Ja. Oh. Dann brauche ich ja auch nur einen Pfeil, gell? Ja, habe ich dir auch gegeben. Ach ja, genau. Da, ja, richtig. Wie geht das nochmal? Ganz kurz rechts einfach gedrückt halten. Von, nee, ja, ganz kurz so, ich benötige Rubber. Oh, wir haben nur Raw Rubber, nur ganz wenig. Das ist schlecht. Hier in der Rubberkiste ist übrigens auch ganz viel Silikon. Wir können mal Rubber drin. Als Dings anpflanzen, als Baum. Huch. Müssten wir eigentlich haben. Was machen wir unsere Baumfarm? Macht gerade gar nichts. Da ist Rubber gepflanzt. Ach, hier in der ist ganz, wir haben tonnenweise. Es ist nicht. Nicht diese kleinen Skorpione sind sogar gar nicht so schlecht, weil daraus bekommen wir auch das Material für den Bogen zum Beispiel. Oh, ich sehe gerade, dass ich hier mit dem Shader doch X habe, aber. Schwarze Echse. Ach, Scheißdreck. Jetzt kommt hier so ein Zombie-Monster. So ein Mega-Zombie-Monster. Ja, das ist der Blick. Ja. Ist alles Ups. Klein. Wollen wir den mal abschießen? Ja. Der war extrem. Also, irgendwie prallen die meisten Pfeile alle ab. Auf dem brauchst du gar kein Dauerfeuer machen. Du
kannst ihn sowieso immer nur im Schacht halten. Echt? Ist der so stark? Bin ich davon nicht beeindruckt? Also beeindruckend schon, aber so hat halt und aus dem. Und nur jeder dritte Pfeil macht dann Schaden. Ja. Ich habe gerade hier Sticky Pistons gezeigt, hier oder bei normal Vanilla, da benötigt man ja. 50% hat er nur noch. Ja, da stimmt. Benötigt man dieses, wie heißt das? Schleimbälle, von Schleim. Ja. Hier kann man auch einfach Raw Rubber nehmen und dann bekommt man auch diese. 30%. Pistons. Jetzt kommt er uns aber zu nah. Ich. 20%, 15%. Wie willst du denn mit normalen Waffen? Wie willst du denn mit normalen Waffen denn schlagen? Also, wir benutzen ja normale Waffen. Das ist ja eine normale Waffe hier aus dem Spiel, aber. Aus Vanilla meinst du? Ja, wie willst du mit Vanilla-Sachen, wie willst du denn da schlagen? Eigentlich gar nicht. Ich höre doch noch hier so ein Quarky. Wo ist denn das Quarky-Ding? Weiß es nicht. Ich sehe es nicht. Da. Also Loot gibt es schon mal eine ganze Menge. Hier wollte ich eigentlich eben das Foto machen. Ach, hier. Nee. Ja, ich habe den Loot von dem eingesammelt. Was hat er denn so gegeben? Er hat uns eine diamantene Hose gegeben, ein bisschen Obsidian, einen Bilderrahmen, eine Empire Scorpion Scale, also eine ja, müsste ich überhaupt nicht nennen. Und ein bisschen Titanium Nuggets. Ich glaube, das Wertvollste sind die Titanium Nuggets, hä? Jein. Also die Scale davon, also die Schuppe von dem ist auch ziemlich wertvoll. So, dann haben wir schon wieder 7 Minuten verschwendet von der Zeit, weil wir gegen den gekämpft haben. Aber jetzt geht es ja eigentlich ganz gut hier mit dem Bogen, wobei der hat auch schon ganz schön gelitten jetzt. Ja. Ich sammle hier nochmal auf, was hier noch so rumliegt. Dann. Und ich habe jetzt vollkommen aus den Augen verloren. Achso, ja, genau, ich wollte das Foto machen. Das hat sich ja jetzt erstmal erledigt, weil wieder Tag ist. Ja. So, Konsole hatte ich gebaut. Wie machen wir jetzt weiter? Was hättet ihr denn gerne? Ich bin gerade den Charger am Automatisieren. Ich habe jetzt Import-Export-Busse. Okay. Und von daher wird das jetzt bald hier ein bisschen vorangehen. Also wenn ihr selber mal AME baut, am Anfang wäre es ganz gut, wenn ihr irgendwie 2 von diesen Chargern habt, dann könnt ihr in einen was reinlegen, dann kann das aufladen und legt in den zweiten schon was rein, da kann man eigentlich ziemlich schnell arbeiten. Nachher, wenn ihr das Ganze automatisiert, so wie der Harle das jetzt hier macht, dann braucht ihr das nicht mehr. Dann schickt einen Charger vollkommen für alles. Und zwar gibt es ja hier diese Import-Export-Busse und zwar ist das immer so zu sehen, in den Computer hinein. Also Import in den Computer, also nicht in das Gerät, sondern ihr müsst was in die externen Geräte exportieren und müsst es dann aus diesen Geräten wieder in den Computer kopieren. Es wird also immer vom Computer aus gesehen. Import, Export. Genau. So, Harle. Hast du denn genug Kabel? Ich hätte nämlich noch ein paar einzubieten. Hier, das ein ganzer Stack lag in unserer Kiste drin. Ich hätte noch 3. Ich tue jetzt erstmal oben so ein bisschen mich leer machen, weil ich habe jetzt so viel Loot eingesammelt. Ich könnte jetzt auch schon bessere Kabel machen. Ich brauche ja nur Wolle holen. Ja, können wir machen. Das klingt gut. Ich mache mich aber erstmal ganz kurz hier leer. Ah, cool. Danke. Ja, ich sehe es. Alumite behalten wir mal. Das lege ich mir mal hier oben hin. Das machen wir erstmal alles raus hier. Das ist ja mein Spezialbeutel hier. Das kann raus, das kann... Hier, das Buch tue ich jetzt auch raus. Was will ich denn damit? So, wir haben ja schon vor ewigen Zeiten unsere Baumfarm, wollte ich gerade sagen. Unsere Schaffarm angefangen. Und die war in der Zwischenzeit auch schon fleißig. Und hat uns hier eine ganze Menge Gras besorgt. Und
Ja, ich würde sagen, wir können dann auch gerade mal ein paar Kabelchen da draus machen. Haben wir jetzt überhaupt noch Certus? Ich habe den Certus irgendwo reingelegt gerade. Ganz am Ende, da wo deine Dingsfarm ist, ist auch kein Certus. Okay. Wie meiner wieder aufgestellt? Nee, ich muss den jetzt noch einmal entführen. Ich bin schon ein paar Schritte zu weit. Wir müssen natürlich erstmal die Fluxkristalle alle zermahlen, damit wir reine Fluxkristalle bekommen. Oder soll ich die normalen für den Kabelbau benutzen? Erstmal zermahlen, oder? Ja. Das machen wir aus Pure, weil wir einfach viel mehr davon bekommen. So, dann müsste man hier vielleicht mal aufhalten, damit das hier die Mühlsteine alles gleich in die. Nee, wir bräuchten eigentlich mal Mühlgeräte hier, die nicht mit den Öfen verbunden sind. Hatten wir doch schon mal gebaut. Ja, die müssen hatten wir doch schon mal. Ich habe die schon euch bin 10-mal darauf hingewiesen, dass ihr das machen wolltet, aber ich habe. Nein, die standen hier, die waren hier in der Wand. Welche Wand? Hier, also bevor ihr hier den Reaktor hingebaut habt, war hier eine Wand und da hingen die drin. Die waren nicht verbunden. Der Maggi hat. Der Maggi hat sie schon geholt. Ja, die waren in der Technikkiste. So, dann machen wir die doch auch hier gleich hier in die Wand, oder? Ja, wichtig ist hier, wollte ich gerade nochmal schnell zeigen, der Exportbus, also quasi der aus dem Computer das Certus exportiert in den Lader rein, muss man definieren mit Certus und den Importbus zurück in den Computer, dem muss man sagen charged, damit er auch tatsächlich mit dem Importieren wartet, bis das Ding auch gecharged ist. Ja. So, das ist angeschlossen, Laufwerk ist auch dran. Ja, blöd nur, dass wir gerade kein Certus haben. Warte mal, vielleicht habe ich das oben in die Sortierkiste reingeworfen. Sekunde. So, hier brechen jetzt gerade wieder die Frames zusammen. Ich habe keine Ahnung, warum. Hier ist nichts mehr drin. So, hast du die Certus-Kiste weggemacht? Ja, da ist nichts mehr drin. Natürlich. Da läuft doch alles automatisch rein, was wir sortieren lassen. Wir müssen das natürlich jetzt an den Computer anschließen. In den Überlauf sozusagen. So, jetzt seht ihr hier, der Kristall ist schon drin. Der bekommt keinen Strom. Die Ladestation braucht doch zusätzlich noch Strom, oder? Ach nein, das kriegt ihr ja über das ME-Kabel. Stimmt. So, die werden natürlich jetzt alle geladen. Das heißt, wir haben da hier keine Certus-Kristalle mehr, die nicht geladen sind. Die werden jetzt alle geladen. Macht aber, glaube ich, nichts, oder? So, ich habe jetzt hier die Pulverizer einstecken. Mhm. Wo soll ich die mal hier neben dran hängen? Außer, dass du daraus, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob du aus dem Charged auch das machen kannst. Ja, kannst du. Habe ich getestet. Okay. Das heißt, die werden jetzt alle durchgeladen, ist an der Stelle auch gut so. Ja, wo ist denn. Wir müssen jetzt mal gucken, also hier steht jetzt das ME-System, wo können wir denn, oder wo geht denn, wo ist die letzte Instanz von unseren Rohren, was nicht mehr sortiert wird? Hier irgendwo nach oben. Hier raus. Dann dementsprechend ist das Ende. Da sollten wir anschließen. Nee, das kommt von hier unten hoch. Ja, aber guck mal hier. Also komm mal auf die große Freilufttreppe, sag ich mal, die in. So, bis hierhin wird noch einsortiert. Das ist der Zweig, der geht nach oben. Ich sag mal hier, wo ich jetzt dieses Limestone hinmache. Da kann das eher angeschlossen werden. Wo bist du denn? Ja, hier. Ja, genau, da geht's hoch. Stimmt. Da müssen wir das ME ankoppeln. Heißt, das ME könnte hier da. Nee, wir können ja mit Rohren wieder nach unten gehen, unten in den Keller und können das da, können dann über das, können eine Kiste unten hinstellen. Haben wir so viele Rohre? Klar. Okay, dann ja. Dann baue ich das schnell um. Ich habe immer noch die Pulverei. Willst du die mal aufbauen? Hier. Weil wir Harden, ne? Ja. Wir müssen nämlich hier, warte, Sekunde, ich laufe nicht weg hier, die müssen wir nämlich klein machen, weil ich brauche die nämlich jetzt ganz dringend, sonst kann ich keine Kabel bauen. Habe ich unten, liegen unten auf der Treppe, so im Zwischengang.
So, jetzt müssen wir mal gucken hier. Meine Rohrsysteme, wo habe ich denn die einsortiert? Hier, Buildcraft. So, da haben wir 51 von den goldenen Rohren. Die würden uns ja vollkommen ausreichen. Wir gehen jetzt einfach mal hier, ist ja mein gegrabener Gang. Wir gehen jetzt einfach mal hier hinter dieses Rohrsystem. Sekunde, hier. Wie viele Felder ist denn das? 3. Gut. 1, 2, 3. So, jetzt müssen wir hier nach oben gehen. Ich klopfe das erstmal der Übersichtlichkeit halber, klopfe ich jetzt alles auf. So. Und dann müssen wir mal unten gucken, auf welcher Höhe wir rauskommen müssten. Wir müssten also auf die Höhe 54 und dann da hinten hin. Okay. Das ist natürlich ein bisschen gefährlich. Warum? Sekunde. Wenn ich mich jetzt hier nach unten grabe, ist ein bisschen gefährlich. Ich könnte natürlich jetzt auch hier oben entlang legen. Das wäre eigentlich auch möglich. Hm. Ich mache das, glaube ich, hier oben entlang. So, wir gucken mal, wo wir hin müssen. Hier ist ja das ME-System. Das sollte dann ungefähr hier auch ankommen. Das heißt, wir müssten jetzt hier auf 168 kommen. Wo sollte die Kiste stehen, die wir dann importieren? Oder ist es egal? Mir ist es egal, wo die Kiste. 168. Gleich aufschreiben, sonst vergesse ich das sowieso in der nächsten Sekunde. 168 zu 1059 zu 54. Ja, das ist also, sieht nicht mehr schön aus hier, aber ehrlich, Leute, das ist mit Schönbauer bin. Ich mach mal hier 61. So. Wo ist hier Pragma? Ja, es wird aber eh noch lange dauern, bis wir umziehen. Das weiß ich. Weil wir machen ja noch gar keine Anstalten, umzuziehen. Wir brauchen erstmal einen gesicherten Materialfluss und geht das. Wir haben erstmal unser Material auch auf ME umgesetzt. So, ich. Oder ich gehe vielleicht doch hier runter. Ich gehe vielleicht doch hier runter. Weg gerade wie Hölle. Ja, seht ihr, deswegen habe ich das nicht gemacht hier. Deswegen war mir das zu gefährlich. Habe ich denn noch Steine einstecken? Ich habe noch ein paar Steine einstecken. Um unser Haus, beziehungsweise da, wo wir schon halt mal waren. So, da geht es nämlich jetzt tief, tief nach unten. Deswegen legen wir jetzt mal hier Steine rein und dann machen wir hier mal sowas. Schwupp. 54. So, und dann bauen wir jetzt. Das kommt weg. Und wir bauen uns hier mal rüber. Duckenmodus, rückwärts laufen und Steine setzen. So, bauen wir uns hier so eine kleine Brücke. Da sieht man auch das ME-System durch. Komisch. Eigentlich brauchen wir hier keine Brücke bauen, weil hier läuft später niemand mehr. So, jetzt habe ich hier was kaputt gemacht. Und ich bin abgestürzt. Da war noch ein Loch im Boden. Das gibt's ja wohl nicht. Und jetzt habe ich ein Monster vor mir. Mist. So, wir brauchen Basic Cards. So, wo sind wir denn jetzt hier? Wir sind hier auf unserem Abbau. Wir sind ja auf unserem Häuschen drauf. Na komm. Ich muss Karten herstellen, dann müssen die Pulverizer natürlich auch. Jetzt weiß ich, warum ich Kisten bauen muss. Werden. Ich weiß jetzt, warum ich. Ich weiß, warum ich Türen einstecken hatte. Okay. So, wir müssen wieder nach oben laufen. Ja, eigentlich zugemacht worden. Hier war doch mal auch. So,
So, hier geht es natürlich jetzt wahnsinnig tief nach unten. So, würde ich hier fast noch vorschlagen, dass wir hier... Das ist ja eigentlich der Anschluss. Nee, das muss nochmal weg. Hier kommen noch Steine nochmal hin. Und jetzt fangen wir hier an zu legen. Mist. Geht nicht. Ich fange mal anders an. So, Steine. Loch im Boden schließen. So. Und jetzt kommen wir hier raus. Das ist natürlich vollkommen falsch. Warum eigentlich? Weil ich mich hier vertan habe. Ich hätte da drüben bauen müssen. Wo finde ich denn einen Schraubenschlüssel? Wahrscheinlich in der Technikkiste. Oder in irgendeinem Regal. Oder bei Obi. Ja, ihr könnt nichts sehen. Ich weiß. Moment, Sekunde. Jetzt könnt ihr wieder was sehen. So, wir müssen uns hier durcharbeiten. Ich hatte da ein kleines planungstechnisches Problem, das ich jetzt gelöst habe. So, wir bauen hier einfach nur so eine Brücke rüber. Hier, da, so. Ducken, rückwärts. Wahrscheinlich werden wir jetzt gleich hier oben runtergeschossen. So, ich muss hier eigentlich auch gar nicht mehr bauen. Ich mache nochmal eine Fackel. So. Ich muss jetzt hier gar nicht viel mehr bauen, weil hier läuft nachher nur das Kabel entlang und da muss nicht unbedingt dann großartig... Ach, jetzt komme ich hier raus. Hallo. Was haben wir denn hier? Hallo, ich komme jetzt hier raus. Ich weiß nicht, wo hier ist. Hier! Ah, okay. Ach gut. Soll ich das noch ein paar Felder nach hinten verlängern, dass wir hier hinter der Mauer entlang laufen? Und dann bis dahin. Die Trichter und so, das muss jetzt auch umgebaut werden hier, ne? Das kann jetzt auch auf ME gebaut werden. Ja, also ich würde dann einfach hier noch ein paar Felder rüber gehen. Ja. Übrigens den Tipp bekommen, damit das mit dem Fackelstellen funktioniert, muss man die Fackeln in einem benachbarten Feld haben. Also wenn ich jetzt hier meine Spitzhacke in der 1 habe, dann müssen die Fackeln halt hinten in dem letzten Feld sein. Das haben wir auch schon rausgefunden in der Zwischenzeit, das stimmt auch und ich benutze das auch schon seit 2-3 Folgen so. Jetzt müssten wir mal... Und hier ist was in die Luft geflogen, der Reaktor ist auf. Mut mal, hier war ein Creeper im Haus. Okay, nicht gut. War nicht ich gut. Muss dann beschissen, weil uns fehlen gerade die Reaktorteile. Oh. Oh, es war direkt hier, oder was? Ja, ich bin da nur, ich habe gerade gemerkt, ich habe einen Spielsound auch rausgehabt. Hier ist nicht genug ausgeleuchtet. Hier ist alles rot. Und ja, es ist haben wir irgendwo eine Kiste mit Reaktorsachen, Maggi? Nee. Nee. Aber ich weiß nicht. Eine Technikkiste? Könnte was drin sein, aber... Sicher? Ne, ist nichts drin. Gut, dann muss ich jetzt schauen. Irgendwie, das ist gerade ein sehr großes Problem. Ja. Sehr ärgerlich vor allem. Ja. Wir haben vor allen Dingen hier mitten im Raum rote Xe auf dem Boden. Deswegen muss ich jetzt einfach mal wild hier ein paar Fackeln aufstellen. Da müssen wir vielleicht mal so beleuchtete Bodenplatten reinsetzen. Ja. Achso, hier hinten können natürlich auch Monster spawnen. Da mache ich jetzt auch mal was hin. Wo war das denn jetzt? Das war auch ganz in der Nähe. Keine Ahnung.
bin noch 100 Meter von zu Hause entfernt. So, der Gang wäre gegraben. Jetzt haben wir natürlich hier ziemliche Leitungen liegen. Gleich. So, ich brauche noch Eisen und den hier, Gelonium. Noch was explodiert gerade. Das habe ich auch gehört. Bei mir war es nicht. So, wo ist die Glaskiste? Alles mit Glas. So, machen wir hier noch. Das ist zum Glück nicht ganz so dramatisch gewesen. Da hilft zwar jetzt noch eine Fackel drum, aber das ist mir mal egal. Ich mach mal hier zu. So, ihr könnt gleich eh keine Monster mehr spawnen. Wenn das nur noch ein Feld hoch ist, dann kommen die nicht hier durch. Allerdings komme auch ich gleich nicht mehr hier durch. Aber das sollte nicht das Problem sein. So, wir machen erstmal die Fackeln hier oben hin. So. Ich bin, glaube ich, vollgeladen. Mal gucken, ob ich von hier an die Konsole komme. So, dann können wir nämlich hier jetzt vielleicht mal schon mal das eine oder andere ablegen. So. Ich sammle da mal hier das Zeug ein. Ich habe das jetzt hier so gemacht, dass die Kiste, die hier ankommt, für den Pulverizer jetzt oben abgesaugt wird. Alles ist in E rein. Okay. Und hier drüben muss dann jetzt dann gleich definiert werden, was alles dann in diese Pulverizer soll. Halle, guck mal. Ich werde jetzt hier hinten drin eine Kiste verstecken, wo alle Sachen reinlaufen, die im Überlauf sind. Oder du packst den Überlauf einfach mit an die Kiste hier ran. An welche? Wo bist du gerade? Ich weiß gar nicht, wo du... Hinter dem ME-System. In der Wand. Komm mal zum ME-System. Ja. So, die Leitung liegt jetzt bis hier hinten hin. Ich würde jetzt hier einfach eine Kiste anschließen. Dann können wir nämlich hier mit dem Importbus das einfach so hier reinsaugen. Ne? Klingt doch gut. Haben wir vielleicht irgendwo gerade noch eine Kiste? Habe ich einstecken. Super, dann hast du auch noch einen Importbus? Nein, ich habe nur noch einen Exportbus, den muss ich bauen. So, und die Folge ist nämlich schon lange, lange vorbei. Ist lange, lange vorbei. Ich dachte, ich sag mal nichts. Import. So, ich habe für dich auch noch einen Exportbus gebaut. So. Ich hätte hier noch ein paar von den Fluxkabeln. Willst du die haben? Habe ich. Und hier habe ich, glaube ich, diese Spezialsteine noch reingeworfen. So. So, jetzt wird das importiert. Hier oben wird auch importiert. Also momentan wird der Ausschuss hier noch nicht importiert. Ich muss oben noch eine Verbindung setzen, weil bisher habe ich das noch oben weiterhin in die Kisten pumpen lassen. Hm? Ach nein, ich bin zu weit gelaufen. Ah, Mist. Zurück. Zurück. Und hier muss man natürlich auch ausleuchten, sonst haben wir hier gleich Monsterprobleme. Ich habe jetzt hier goldene Kisten übrig. Gut, aber ich würde sagen, wir machen erstmal hier einen Folgenbreak, würde ich sagen. Ja, die Folge ist auch schon sehr lange. Habe ich noch ein goldenes? Ja. So. Ja, verabschieden wir uns oder muss ich noch was fertig machen? Gib mir noch eine Minute, dann kann ich hier diese Baustelle noch abschließen.
Ach. So, das kann dann auch gleich abgebaut werden. Das mache ich hier nicht. Glaub's ja nicht. Jetzt fehlt mir hier ein Rohrsystem. In der nächsten Folge werde ich die Prozessorfertigung automatisieren. Das klingt doch schon mal gut. Genau, irgendeiner von euch sollte sich darum kümmern, dass dann hier die Pulverizer dann befüttert werden mit Material. So, ja, ich bin fertig. Das läuft jetzt hier. Sehr schön. Dann sagen wir einfach mal, bis zur nächsten Folge, liebe Leute. Macht es gut. Bleibt dran. Tschüss.